So, Leute, heute ist mal eine Geschichtsstunde. Und zwar, wie ich es fast nach Venedig geschafft habe. Mit einem Ticket, das eigentlich gar nicht dafür ausreichend ist. Herr Tobs, warst du schon mal in Venedig? Ich war schon mal dort. Ich war schon mal in Venedig. Herr Tobs war kurz davor, oder, Tobs? Jein. Also, ich wäre, wär ich drin sitzen geblieben im Zug, dann wäre ich da gewesen. Wir sind heute mit dem Thema Park da. Das Ding ist, Leute... Ich hatte eigentlich bis jetzt gar keine Probleme mit der Deutschen Bahn. Park wird richtig schön. Aber das Ding ist, die Deutsche Bahn-App und die österreichische Bahn-App, die können nicht ordentlich kommunizieren. Das heißt, wenn irgendwo ein Zug irgendwie Gleiswechsel hat, dann steht nicht dass, bei der App, dass das bei Gleis, Gleis 5 ist, also das, der Zug. Nein, da steht, der, okay, der Zug, der ist auf Gleis 512. Was ist 500? 903. Okay. Oder was weiß ich? Aber das dann ist bin ja ich außersehen in den falschen Zug eingestiegen. Da kann ich wirklich legit nichts für. Das ist einfach die Schuld von den Leuten da gewesen. Aber du hast wir wissen es alle. Wir wissen es alle. Tobs wollte einfach nach Venedig. Ich hab's nicht schnell gemerkt, weil das Ticket, das ich auf meinem Handy hatte, das wurde ja kontrolliert. Und die haben gesagt, ja, passt, du kannst weitergehen, Tobias. Ist in Ordnung mit dem Ticket, dass du eigentlich, um nach Deutschland zurückzufahren, kannst du einfach nach Italien fahren. Passt. Sagt das Gerät einfach gar nichts. Weißt du, die haben so einen Scanner, womit sie diesen Code, kennt ihr diese QR-Codes? Ja, ja, ja. Ja. Der sagt das wirklich. Der hat nichts gesagt. Der hat einfach gesagt, fünf. Passt. Hä? Dem ist das total egal. Das ist ja öfters gewesen mit dem selben Ticket. Also Leute, Pro-Tipp, wenn ihr irgendwann mal nach Italien wollt, ja, ihr könnt einfach irgendwann ein Ticket nehmen. Das ist einfach richtig. Also da dachte ich mir so, okay, das ist einfach nicht nice und nicht cool und das ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht unpassend. Unpassend. Und warst du dann 4 Stunden lang wach mitten in der Nacht und hast du deine nächste Verbindung gewartet? Ja, deswegen Leute, ich bin dann irgendwie, hab gesagt, ja, ich brauche eine neue Verbindung. Ich hab dann erstmal zur Information im Zug gegangen. Alter, nee, ich bin fast ausgerastet. Wisst ihr, Ich bin so. Also ich habe jetzt erstmal das gebaut, was in meinem Park drin ist. Und jetzt kommt der eigentliche Park. Ich habe jetzt einen Weg gebaut. Ich bin jetzt schon wieder ich mit einem Schwein da oder so. Oh, stimmt. Ich wollte nicht besonders. Aber danke, ey, das kann ich auch machen. Zum Glück ist ja Promo, das ist noch ein bisschen Zeitflow. Warte, da gehört eigentlich nur Pro-Dings rein, oder? Ochi schreibt mich gerade an, Top stinkt. Nice. Ah, vielleicht sagt er dir was. Bilder für mir. Ah. Ja, keine Ahnung. Ein Bild. Das ihr könnt einfach nicht glauben, wie schlimm das für mich war, da zu sitzen, weißt du, vor allen Dingen hin und her zu fahren. Ich war einen Tag wirklich legit unterwegs. Ich war von 11.34 Uhr bis 9 Uhr morgens am nächsten Tag unterwegs. Mit dem verdammten Zug. Das ist doch geil. Das ist doch Ja, Roadtrip. Und das mit nur einem Ticket, wow. Ja, Spaß, du Alter. Ja, nee. Aber Leute, eigentlich würde ich am liebsten auf Schadensersatz verklagen. Früher gab es noch das Europa-Ticket, aber jetzt ist es natürlich nochmal... Gibt es wirklich solche Leute, die sich so an Zügen dranhängen und nachher so wirklich Roadtrip machen? Aber ich glaube, das ist illegal, oder? Ich würde das, wenn irgendwas falsch gemacht habe. Ja, du meinst das, was man in den Filmen immer sieht, das ist das... Ja, ich weiß, Tobs hat das auch gemacht. Genau. Deswegen ist er ein bisschen illegal. Nee, das Ding ist einfach so... Ich glaube, die wissen, dass sie unfähig sind. Die wissen das einfach. Weil, das unterstellst du denen jetzt einfach. Nee, die haben gesagt, ja, das kann ab und zu öfters mal vorkommen, dass da was passiert. Und ich denke mir so, okay. Die gehen ja so damit so um, weißt du, so. Ich brauch den Leuten gar nicht zu erklären. Ich habe gedacht, dass ich, wenn ich das Ticket vorzeige, dass ich den meisten Leuten erklären muss, warum das so ist, warum ich das Ticket habe, warum ich jetzt da bin, wo ich eigentlich... Das ist ja komplette gegengesetzte Richtung, weißt du. Und... Ja, steht dich eigentlich am Ticket drauf, wo du hinfährst? Nee. Oder steht nicht irgendwo? Steht drauf, das steht die Richtung, in welche Richtung du fährst. Hä? Das interessiert die Fragen nicht nach. Weißt du, es gab einen, der hat nachgefragt. Dachte ich mir so, okay, wenigstens fragt der mal nach. Aber sonst, der Rest, den interessiert also, das einfach gar nicht. Es war komplett gar keiner nach. Oh. Und du denkst dir so, ja, okay, ne, da kannst du einfach irgendein Ticket nehmen und kannst du, was weiß ich, einfach mal einen Trip nach, was weiß ich, Japan machen. Weißt du, auch wenn es da keine Zugverbindung gibt, oder vielleicht nur schlechte. Meinst du die Deutsche Bahn? Doch, das geht, glaube ich, oder? Ja. Man kann einen Zug. Das geht. Wollen wir das demnächst machen, Jörn? Ja, übermorgen. Übermorgen sind wir weg. Lass es übermorgen machen, ja. Wird bestimmt dann der Zug mit dem Boot gefahren oder so. Na, genau. Ach, okay. Meinst du, Fähre ist da auch mit drin? Ja, Fähre ist, ist alles drin. Das wäre schon ziemlich nice. Aber eigentlich, ey, das war, also die Nacht dann beim Münchner Bauernhof musste, da war ich 4 Stunden, da war ich verneut. Münchner Bauernhof. Bauernhof. Wie war die Nacht im Münchner Bauernhof so toll? Hattest du Spaß? Ja, ich hatte Spaß. Viele Tiere gesehen?
Ja, ich habe viele Tiere gesehen, Ronja. Was für Tiere hast du gesehen? Eine Maus, eine Ameise. Polarbär. Nee, aber in Österreich, als ich dann auf dem Weg nach Hause war, dann habe ich einen Igel gesehen. Oha. Oh, ich wollte mir früher einen Igel kaufen. Ja, hast du schon mal erzählt. Und dann hast du dann doch einen gegessen. Ja, hast du schon mal gegessen. Ja, einen Frusthamster, den hast du dann gegessen. Ja, nee, ich habe ihn aber Billy genannt, obwohl es ein Mädchen war. Weil ich den Billy? Billy nennen wollte. Es gibt doch Billy Iris, ist auch ein Mädchen. Ja, aber damals kannte die noch keiner. Ja, gut, aber... Das ist schon ein paar Jährchen her. Damals, wo ich noch jung war. Damals, als ich noch ein junger Hüpfer war. Damals, wo Ronja noch ein Junge war. Wait, hold up. So wait a second. So war das nicht gemeint. Das ist jetzt irgendwie... Oh mein Gott, ein Park sieht so hässlich aus. Alter, das was macht die für einen Park? Ich hab einen Weg und ich hab Bäume. Also ja, ich hab auch einen Weg und Bäume. Das war's legit. Ja, keine Ahnung, ich bin... Ey, das heißt alles unkreativ, kannst du nicht sagen. Ja, aber ein Park ist doch ein Park, oder? Ich mach eine Hochzeit der Natur. Wahrscheinlich einen Parking-Spot, weißt du, so mit einem Park raus, Da schreibst du Abkürzung für Park, schreibt er sehen. Ja. Ja, aber ich meine, manchmal muss man halt einfach nehmen, was man quatscht, ne? Ja, das genau. Das ist halt nicht schön, aber dann... Ja, ja, nicht schön, aber liebevoll, ne? Schön, nicht schön, aber selten. Ja, Ich habe mal gesagt, wenn ich was gemacht habe. Ja. Ich weiß nicht, es ist einfach immer so die typischen Sätze, aber glaubt mir, das ist einfach kein Spaß, wenn ihr irgendwie so fast 24 Stunden unterwegs seid. Hättest ein Video drehen können. Ich stell's mir relativ witzig vor. 24 Stunden in der Bahn. Ja, genau. Kein Klick. Ah, hättest du gleich ein Video machen sollen, oder? Ja, genau. Wie soll das aussehen? Ja, ich sitze hier, Leute. Ich meine, du hast viel Zeit, denkt dir was aus. Und dann sitze ich weiter hier. Boah, Leute, mir ist gerade was Unlustiges passiert. Ich bin gerade aufs Klo gegangen und die Spülung ging nicht. Geil. Um zu? Unbedingt teilen, aber wenn das dein Ding ist, dann... Ja, Ronja, weißt du, du verstehst es einfach nicht. Nee, ich verstehe es auch nicht. Weißt du, du bist einfach... Das ist so eine Situation, die versteht man auch nicht. Ja, nee, Ronja, du bist einfach ein bisschen dumm. Weißt du, in der Sache, musst du ein bisschen... Das kommt von dir. Ja, das ist... Seid ihr schon fertig? Boah, quasi, ne? Nee, nie im Leben! Grundkonzept steht. Ja, bei mir auch. Ich baue gerade noch die Bäume. Das Grundkonzept stand halt auch schon vor einer halben Stunde. Gefühlt. Aber man kann Leute nicht, man kann NPCs nicht sitzen lassen, oder? Nee, ne? Irgendwie nicht, glaub nicht. So. Jetzt muss ich noch ein Schild dazu machen, find, damit die Leute wissen, was das hier ist. Was für eine Konstruktion von Tufts das ist. Ist nicht schön. Was mach mal hier? So. Dann mache ich hier so einen Pilot und dann mach mal hier ein so. Pilot? Ja, einen Pilot, der ist in der Mittagspause mit seiner Freundin. Oh. Und dann haben die sich halt ganz oh nein! Picknick. Das ist ja cute. Ja, ne? Finde ich auch. Finde ich schön, dass du da sowas mit reinbringst. Gibt's hier irgendwie sowas? Gibt's eigentlich Köpfe? Das ugly. Essen. Ich glaube, ich habe selten sowas Hässliches fabriziert wie heute. Ja, Ronja. Und meine Sachen sehen generell schon nicht gut aus. Ja, Ronja, endlich siehst du es ein, weißt du? Hä? Endlich. Ich habe immer schon gesagt, dass meine Sachen ein bisschen grenzwertig sind. Oh, guck mal, das sieht richtig cute aus. Die sind richtig so, die sind richtig glücklich. Okay, ich hatte gerade irgendwie kurz einen Frame, einen Bruchler. Ein Bruchler. Oh. Hat der etwa eingebrochen bei dir? Gibt's hier irgendwie... Ah, ja, ich weiß, was ich machen kann. Ich hab einen Mückenstich an meiner linken Schulter. Das ist schön, Ronja. Hoffentlich kriegst du eins ins Auge. Autsch. Hoffentlich nicht. Doch. So, und der geht mit seinem Hund. Gott, Gassi. Ist das schön. Mann, oh Mann. Ich bin wirklich ein Talent unserer... Nein! Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Bank. Und nicht wie ein großes Holzgebilde. Was einfach nur nichts darstellt. So, der hat hier wirklich da Partikel. Schön gemacht, hab ich ja, das. Ronja, ich weiß, Ronja, du machst das Beste draus, ne? So, der ist mit dem Hund Gassi gehen. Das ist insane. Ich glaube, ich hab. Für die Zeit würde man mich wahrscheinlich schlagen. Würde ich mich sogar selber schlagen und sagen, das ist einfach richtig kacke gemacht. Aber naja, gut. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, Leute, was ist denn eure verrückteste Story irgendwie mit dem Reisen oder was weiß ich. Ich meine, ich gab auch mal einen älteren Herrn, der hat die Bahn angeschrien, dass die der Zug langsamer fahren sollte. Ja, Leute, ich treffe lustige Leute unterwegs. Ja. Aber keine Ahnung. So, läuft gut. Der ist glücklich. Hier ist ein Höhlenbewohner. Ja, läuft. Höhlenbewohner? Ja, der sitzt auf der Bank. Das ist eigentlich keine Bank. Ja. Das ist jetzt egal.
Ja, in Rondias Park waren. Oh mein Gott, meins. Ganzes Uhr. Oh mein Gott, ja gut, das ist schlecht, das meins. Okay. Ich weiß nicht, was da eigentlich. Das ist schlechter als. Das ist ein Spielplatz, das ist kein Park. Die Slaps, die Dings schweben. Oh, guck mal, das ist aber schön. Du findest die Parks so furchtbar, dann springst du einfach runter. Musst du dir nicht mehr angucken. Mit dem Gesicht voran, dann bist du im Dreck aber, und dann musst du dir nicht ansehen. Also, ich werd Tobs hat wirklich so ein Parkplatz baut. Nee, ich hätte keinen Parkplatz gebaut. Ich bin gespannt, was Flo gebaut hat. Ach, stimmt, das Wasser! Ist Flo stimmt, sein. Wasser. Es nimmt lieben Flo seins. Es nimmt lieben Flo seins. Dachten wir schon. Es kriegt ein okay. Ja, es kriegt ein okay. Same. Ja, ich hab Hunger. Vor allem die Brücken sehen unterschiedlich aus. Ja, die Brücke hat irgendwas Komisches. Oh, ja, stimmt. Ja, das sieht aber. Ich weiß nicht. Der Baum sieht irgendwie komisch aus. Anime Boy. Oh, der ist traurig. What the hell? Ja, das kriegt super Pop. Achso, der dachte ein Wasserpark. Da ist sogar ein kleiner Villager drinnen. Okay, wegen einem Villager kriegt er so einen Kacker. Ey, hier ist ein Baby-Villager, dafür kriegt ein Kacker. Wo ist das Kacker? Das ist nirgends so Park. Ach, Kacker. Das ist eine Rutsche. Das ist ein Spielplatz. Ja. Das ist. Okay. Achso, ein Wasserpark. Waterpark. Uff, ja, nee, aber das ist hier eine Schaukel. Das ist so mit einer. Nee. Schaukel bei was? Das ist bloß ein. Was ist das? Nur Bäume. Das ist schlimm, das ist furchtbar, ich hasse dich, Flo. Ich hasse dich, Flo, weißt du? Ihr müsst die Schilder lesen. Das Herz in der Luft finde ich schön. Warte, wo sind die Schilder? Hier. He wants to marry a pig. Cool. This is Tops, a YouTuber. He wants to marry a pig. Vote legendary for him to upload. Nein, das ist... Wie ihr wirklich legendary gemacht? Report. Oh, ein anderer noch legendary. Und ist das Julian Steins? Nee, ist nicht mal. Das könnte Julian sein. Nee, das ist nicht meins, Man sieht viel schön aus. Das klingt noch okay von gut. Shrek is always our answer. Ja. You're gonna love mine. Ah, Mr. Krabs 1237. Der 1237 falsch geschrieben. Ja. Shrek is love. Aber das sieht nicht bad aus an sich. Der hat hier so einen kleinen Teich. Sieht wirklich park-like aus. What the hell? Nee, das sieht aus wie ein... Das gibt hier wahrscheinlich vielleicht... Das gibt ein okay. Ich glaube, ich weiß, was er gemeint hat. Er meinte so Nadel, weil, also so Nadelparks. Oh. Ja, das sieht irgendwie, keine Ahnung, komisch aus. Oh, Kletterpark hätte man machen können. Wo die. Oh, stimmt. Stimmt. Man hätte auch einfach machen können, dass Tubs und Schwein heiratet. Schreck! Schreck ist amazing. Ich hab Hunger. Nick New. Der hat die Film gerade. Nee, ich brauch selber was zu essen. Was ist das? Oh, lol. Hey, Laura, das könnte Flo sein. Flo seins war schon. Hey, meins war doch schon mit ja, das könnte so. Flo sein. Das klingt okay. Das ist Tobs, deswegen gebe ich Superkacker, weil er mir auch Superkacker gegeben hat. Tobs hat irgendwie der Villager platziert, also kann es gar nicht Super. Also kann es nicht Tobs sein. It's not Shrek, so it's bad. Ja, wow. Der Typ versteht aber, wie das Spiel funktioniert. Ja. Ich glaube, der kennt sich wirklich aus. Somebody once taught me the world. Das ist geil, wir. Es ist meins. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Jürgen, weißt du was? Das sieht gut. Ja, ich find's nicht schlecht. Es gibt einen. Ich glaube, ich habe Chance. Es ist einfach nur Girl. Ein Baum. Kriegt okay. Ja, ich gerade gut dran. Oh, deine Bank ist cute. Wieso bin ich nicht auf die Idee mit der blöden Dingsbank gekommen? Warum habe ich. Die Bäume haben so lange. Gebraucht zum Bauen. Ist das Ronjas? Das ist Ronjas. Nein, weil da sind die Banker als Banker erkennbar. Bei mir ist es schlimmer. Wer benutzt bitte einen Teppich als Tisch? Hey. Das wird doch alles zusammenbrechen, realistisch. Ja, aber es sieht realistischer aus. Ja. If you see a Shrek, give it a legendary. Yes. Ja. Nein, guck mal, das ist clever, was der macht. Ja, der hat wahrscheinlich einfach Shrek gebaut. Das war ihm von Anfang an ja, klar, dass er das machen würde. So. Und jetzt pusht er die ganze Zeit und sagt, ey, Junge. Das... Warum ist hier Klopapier? Warum ist hier ein Klopapier am Boden? Aber die machen ein Picknick, das finde ich süß. Und hier Spaß. Ist sogar ein Hund. Warum ist hier Klopapier am Boden? Warum ist hier Klopapier am Boden? Das ist kein Klopapier. Toilets, Paper. Toilet Paper, das ist ein Kuchen. Das ist ein Kuchen. Das war meins. Ich dachte, das war von vorhin. Oh, das ist Tops? Das war meins, ja. Das ist meins. Das ist Tops in 50 Jahren. Also was soll typ das hier. Denn sein, Ronja? Soll das irgendein Palast? Das soll sein. Soll das ein Palast Flo, sein? Flo, einer schreibt Koas, Eis habt. Weißt du, Ronja, ich geb Legendary. Weißt du, hast du mir Mühe gegeben? Ich geb dir Legendary. Wahrscheinlich. Ich geb dem Shrek-Typ geb ich einen super Poop. Der hat's verdient, ja? Ja, no Shreks hier. Die wollen alle Shrek. Pixel Art is bad. Very.
bad. Die Person. Not even a good track. Ich report den Pixel Typen. Art ja, ich is auch. Bad. So, jetzt habe ich geschrieben. The person that makes Pixel Art. Die Person, die Pixel Art macht, die. Das ist doch kein bad. Shrek, das ist irgendeine. Das sieht wirklich nicht aus wie Shrek. Was ist das denn? Das ist Shrek. Das ist genauso hässlich. Was ist denn das? Das ist nicht Shrek. Wo ist das Shrek? Das ist Shrek, Shrek, aber er hat es falsch geschrieben. Das ist Shrek. Wow. Super Poop, alle Super Poop geben. Jeder. Tut mir leid. Es gibt, ne, es gibt zwei Leute Legendary, alle Super Poop. Okay. Es gibt zwei Leute Legendary. It's really. Wo okay. ist es Shrek? Ich glaube so. Junge, wenn ich mal einen Shrek baller. Was ist denn das? Das sieht ja der Alien. Lol, Ziegelstein, deswegen. Tops, das ist dein. Das fährt deins sein ich können. Tops war schon, Ja, trotzdem mit Ziegelstein. Ein bisschen. Aber es kriegt ein okay von mir. Es kriegt auch ein okay von mir. Es ist wenigstens nicht so, dass das letzte sein soll. Richtig schönes Kager. Ah, Kager. Alles klar. Bluff, nö, Marke, das wieder okay gibt. Zu spielen. Ja, Cubeman 909. Tata. Ja, ich hab Hunger. So viel, Eggman. Alter, ich hab richtig Hunger. Was ist denn das? Warum bauen die alle Shrek? Oder das ist nicht Shrek. Ich weiß, aber das soll wahrscheinlich sein, oder? Das ist Alien vom Toy Story. Ogres are like onions. They have layers. Also, Ogres sind wie Zwiebeln. Sie haben Schichten. Ogres? Fuck. Report. Ich habe einfach reported. Ich habe auch reported. Das ist irgendwie so, ist wahrscheinlich einfach so ein Clan, der einfach Shrek vergöttert. Die haben wahrscheinlich so ein Bild. Das ist not Shrek. Ey, ich bin vierter Platz. Ich bin vierter Platz. Ich bin zweiter Platz. Ich bin auf dem achten Platz. Ja, wahrscheinlich so. Meine Hoffnung ist zweiter. Ja, gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall Daumen nach oben da. Schlaft schön, träumt was Schönes wie diese mega coole Zuggeschichte. Und ja. Ciao.